Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Wie ihr seht, habe ich inzwischen zwei Gasbags. Das hier, das braune, das ist das Weibchen, das habe ich neu gezähmt. Die war, ich glaube, 85 oder so im Level. Ich hatte auch eine 145er gesehen, aber als ich die zähmen wollte, hat sich der Gasback entschieden, dass er sich im Maul eines korrumpierten Gigas offenbar sicherer fühlt. Die beiden haben sich jetzt gerade zum ersten Mal verpaart und wie ihr seht, die ist schwanger. Das heißt, sie legen keine Eier, sie sind lebend gebärend. Was ich persönlich etwas merkwürdig finde, weil letzten Endes ist es ja eine Raupe. Und eine Raupe, das ist ja, ja ein Stadium der Insektenentwicklung und Insekten legen in der Regel ja Eier. Also aus Eiern schlüpfen Raupen. Ja? Und dass sie deswegen keine Eier legen, finde ich etwas merkwürdig. Aber sei es drum, so ist es eben. Ich habe auch noch mal ein bisschen was anderes gemacht. Wie ihr seht, habe ich hier drüben eine ganze Menge von den Eulen inzwischen stehen oder inzwischen wieder stehen. Eine hat sogar noch mal eine Mutation auf Nahkampf bekommen. Und ihr könnt an dem Namen, den die haben, Island, M und F, also Männchen und Weibchen, sehen, wohin die mal kommen sollen. Die möchte ich gerne wieder mit zurück auf die Island nehmen, diese beiden. Und dann haben wir noch den Schaden M. Weiß ich noch nicht, was ich mit dem mache. Ja, außerdem habe ich da oben ein Zähmgehege hingebaut, ganz ähnlich, aber nicht ganz genauso wie das, was ich auch auf The Island habe, weil ich mir zum Beispiel einen Oviraptor gezähmt habe und da die immer so schnell weglaufen, dachte ich, es ist einfacher da drin und außerdem ist es auch einfacher für ein paar andere Tiere. Ich habe auch nochmal die besten Rexe, die ich so in der Gegend gefunden habe. Das eine war, eins war auf jeden Fall ein 145er, vielleicht auch zwei. Einer war vielleicht ein 140er, weiß ich nicht so ganz genau. Also ein Pärchen von denen hat richtig gute Werte, der andere, der hat keinen einzigen Wert besser, als es die anderen beiden haben. So, wir müssen ja mal ein bisschen aufpassen, wir wollen das ja sehen. Da steckt es den Kopf raus. 113er, das kann nicht besser sein als irgendwas, was wir haben, aber ich muss es mir erstmal angucken. Ich glaube, die sehen total süß aus. Die kleinen Fühler, die es da hat, so folgen niedrig. Komm mal aus deinem Loch. Uiuiuiuiuiui. Ob das sich schon aufpusten kann? Oh Gott, das ist süß. Leute, guckt euch das mal an. Der Riesenkopf und der kleine Körper. Wie das aussieht, das ist ja wohl wirklich... Ach du meine Güte. Wandern deaktivieren. Machen wir das hier mal aus. Nein, sieht das albern aus. Oh Gott, unfassbar. Ja, cool. Gucke ich mir mal die Werte an und vergleiche das mal mit dem, was ich von den Eltern her kenne. Das habe ich mir aufgeschrieben. Also das bessere Leben hat es schon mal nicht. Ja, es war klar, dass das nicht besser ist. Also die Eltern haben ja ein höheres Level. Auch nicht die bessere Ausdauer. Es hat die gute Nahrung. Es hat nicht das bessere Gewicht. Und Nahkampfschaden ist allerdings der bessere. Der hat zwei gute Werte und ansonsten nichts. Also klar, den behalte ich nicht, aber es sieht so lustig aus. Es sieht ja so lustig aus. Ist das süß. Die kleinen Fühler. Oh nee, der Irokese. Putzig. Ja, cool. So sehen sie also aus, die Mini-Gasbags. Total niedlich. Und ja, ich möchte auf jeden Fall so lange züchten, bis ich wieder ein Pärchen mit perfekten Werten habe. Die Gasbags sind ganz gut dazu geeignet, sie mit in die Höhlen zu nehmen, weil normalerweise kann man ja in Höhlen nicht fliegen, aber die fliegen halt nicht so richtig, sondern die schweben eben nur. Und ja, dann scheint das offenbar in Ordnung zu gehen. Also man kann mit denen in den Höhlen schweben, zumindest noch. Möglicherweise ändern sie es ja nochmal. Man konnte auch vorher mit dem Managama in den Höhlen so schnell fliegen, aber das geht inzwischen auch nicht mehr. Man kann zwar springen, aber man kann nicht mehr diese Wahnsinnsgeschwindigkeit nach vorne machen. Das funktioniert leider nicht mehr. Das haben sie schon geändert. Gut, dann werde ich hier noch ein bisschen weiter züchten. Okay, der hier ist gerade rausgeplöppt. Ich sehe jetzt schon, dass der oben blau ist. Das heißt, der ist mutiert und er hat auch ein ziemlich gutes Level. Wollen wir doch gleich mal sehen. Du kommst hier erstmal aus deinem Loch raus. Folgen niedrig. Also auf jeden Fall schon mal mutiert. Komm, 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 komm. Okay. Ja, blau oder lila oder was auch immer. So, wir haben eine Mutation. Nee, das ist nicht der gute Wert. Das ist nicht der gute Wert. Das ist ja krass. Das sind nicht überall die guten Werte und trotzdem so ein hohes Level. Der Sauerstoff ist der gute... Die Nahrung ist die gute, das Gewicht ist das gute.
Ah, der hat eine Mutation aus Nahkampfschaden. Okay, das wird auf jeden Fall aber mein neues Zuchtmännchen, weil das andere Männchen hat Sauerstoff und Gewicht. Gut, das hat der hier auch. Der hat außerdem die Nahrung gut, der hat außerdem den Nahkampfschaden gut und mutiert. Das heißt, dem fehlt jetzt sozusagen noch Ausdauer, und Gesundheit. Und falls ich also nichts Besseres kriegen sollte, bis der hier erwachsen ist, werde ich den hier erstmal behalten. Das heißt, wir werden den hier mal, ich glaube, den, weiß ich nicht, brauche ich den hier überhaupt? Zum Aufräumen benutze ich die ja immer. Schön, wenn die hier immer so halb im Boden verschwinden, ne? Warum kann er nicht einfach gerade stehen? Du bleibst mal hier, machen wir mal deinen Wandern aus und dein Folgen aus und geben dir mal 100 Beeren rein. Das sollte wohl reichen. Der kann bestimmt, ja, habe ich mir schon gedacht, dass der gleich alles tragen kann. Die haben ja einen Wahnsinnsgewichtswert. Die Nanny läuft noch, die imprintet ein bisschen, da ist aber nur noch ein Honig drin. Also von mir aus muss sie nicht unbedingt imprinten, ist jetzt nicht so wichtig. Da kann man hier schon mal sagen, dass du auf jeden Fall Nahkampf hast. Na, Kampf. Ist immer ein bisschen blöd, weil steht immer direkt das Mikrofon vor der Tastatur. Und deswegen kann ich nur mit einer Hand schreiben, weil die andere, ja, da ist halt das Mikrofon davor. Okay, sehr schön. Du bleibst hier drin und wir warten darauf, dass hier bald wieder was passiert. In der Zwischenzeit hebe ich hier immer schön meine Gacha-Kristalle auf. Wie ihr unten in meiner Quickslot-Leiste seht, mein sämtliches Werkzeug ist auf jeden Fall schon längst überragende Qualität. Und ich behalte jetzt. Ja, ich hatte ja gesagt, ich behalte immer die besten zwei Sachen von einer Sorte, die hier so produzieren. Und inzwischen habe ich aber von einigen Sachen sogar nur noch überragende. Da habe ich mir dann gesagt, dann behalte ich die besten vier, für jede Map sozusagen eins. Und ansonsten stopfe ich alles andere. Ich fütter jetzt immer nur den hier mit Element Dust. Alles andere an Element Dust, das stopfe ich hier in die Amy rein und bringe dann, wenn ich 10.000 davon habe, das immer zum Terminal, also nicht 10.000, ja doch 10.000, jetzt haben wir immer 1.000, jetzt haben wir hier 6, 7, 8.000, etwas mehr als 8.500. Das heißt, fehlt nicht mehr viel, dann bringe ich die wieder zum Terminal und wandle dann immer 10 Elements um und packe die dann hier in meinen Fabricator und wie ihr gleich sehen werdet, habe ich schon 80. Na, mir fehlen hier nur noch 20 Element und dann kann ich mir endlich auch mal den Replicator bauen und müssen wir nur noch gucken, wo wir den irgendwie sinnvoll hinstellen. Den jetzt da auf die Insel zum Beispiel packen oder so. Das könnte man machen. Da würde ich dann aber auch irgendwie ja, ein paar Metall-Foundations unten drunter machen und keine Ahnung, irgendwas Nettes drumherum. Ja, wir haben gerade unser perfektes Männchen geboren, nachdem wir schon ein perfektes Weibchen haben. Das Weibchen hat allerdings zwei Mutationen, wie der Name sagt, Gewicht und Nahkampf. Der hier hat es jetzt nur auf Nahkampf, macht nichts, nicht so wichtig. Verhalten, Wandern deaktivieren, Verhalten, Folgen, niedrig, rauskommen. Endlich, das hat verdammt lange gedauert dafür, dass die ja perfekt war und dem hat, glaube ich, haben zwei Werte, glaube ich, gefehlt, Nahrung und Ausdauer oder so. Ja, das hat ewig gedauert, ich den jetzt endlich hier hinbekommen habe. Wunderschön. So, dann geben wir dir auch mal 100. Bis er jugendlich wird, bleiben genau 7 übrig. Und dann darfst du auch schnell erwachsen werden, damit wir dich möglichst bald wieder mit deiner Mutter verpaaren können. Was ganz praktisch ist, sie haben beide exakt dieselben Farben. Und das heißt, dass ich natürlich, wenn ich irgendwo eine Mutation bekommen sollte, wenn ich die beiden jetzt noch miteinander verpaaren sollte, ich glaube, die ist doch auch imprintet, ne? Ja, 100%, genau. Wie sieht es bei ihr aus? Die hat noch eins drin. Okay, das reicht ja. Ja, falls ich also irgendwo eine Farbe bekomme, dann sehe ich das sofort, weil die beiden sind sich ja ansonsten absolut identisch. Oder? Die Haare vorne, ja, sind auch beide braun. Ja, wunderbar. Ich lasse die aber noch mit dem anderen weiter verpaaren. Eventuell kommt ja nochmal irgendwie was total Abgefahrenes raus. Also dieses Blau-Violett, was der jetzt oben drauf hat, das scheint sich jetzt also nicht weiter durchgesetzt zu haben. Die sind jetzt oben wieder weiß. Haha, eine neue Mutation. Grünes Gesicht ist aber leider genau das gleiche wie die Region in Blau, oder? Nee, ist es nicht. Cool. Das ist schön, das freut mich. Können wir dich mal. Ist ein Männchen. Oh, ich glaube, der andere ist aber auch schon ein Männchen. Wandern deaktivieren und folgen. Niedrig. Rauskommen bitte. Oder? Ja, das ist auch ein Männchen. Das ist ja blöd. Brauche ich ein blaues Weibchen ganz unbedingt.
Ach naja, blau und grün, das passt doch einigermaßen zusammen. Hier ist aber irgendwo noch einer. 37. Hey, du da. Mal gucken, ob ich den hier auch irgendwie rauskriege. Wandern deaktivieren. Niedrig. Komm mal da raus. Ja, was gibt's wohl noch? Also das, was bei denen jetzt diese rostroten Flecken am Bauch sind, das ist definitiv eine Region noch. Dann das in blau, das in grün. Ich weiß nicht, ob die Punkte obendrauf nochmal ein anderer Farbbereich sind. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also das Blaue, das Grüne und dann alle rotbraunen Flecken, die die haben, sind wahrscheinlich eine Region. Glaube ich zumindest. Du, hast du irgendwas? Nö, du hast nichts Besonderes? Gut, alles klar, cool. Ja, meine grünen, blauen Gasbags werden jetzt fertig, zumindest der eine hier. Das ist das Männchen, das Weibchen, das braucht noch ein bisschen, das hat mal wieder ewig gedauert, ehe man hier irgendwie die richtigen Farben zusammengekriegt hat. Also ich glaube, die können, wie gesagt, in mindestens einer, möglicherweise sogar in zwei Zonen mehr mutieren. Also diese großen Kuhflecken da unten, ja, am Bauch, die können auf jeden Fall noch eine Farbe sein. Und wenn ich mir meine ursprünglichen Tiere angucke, wir gehen mal kurz hier hin, die stehen hier wieder im Stall. Schwupp, da sehen wir, dass der hier diese rötlichen Punkte auf dem Rücken hat. Aber dunkelbraune am Bauch. Der hier gegen, der hat die hellbraunen hier und der hat aber hier oben schwarze. Das heißt, die Punkte da oben und die Flecken hier unten sind offenbar zwei verschiedene Farben. Ne? Hier auf die Distanz, da sieht man es besser. Schwarze Punkte, orange-rote Flecken. Und meine ganzen jungen Tiere haben jetzt diese orange-roten Flecken und diese orange- oder rotbraunen Punkte da oben. Das heißt, die können auf jeden Fall auch nochmal mutieren. Was alle gleich haben, ist der braune Pelz auf dem Kopf. Ne? Hier vorne der Irokese, der ist braun. Die Haare auf dem Rücken sind grau mit diesem roten Rand hier. Also ein paar Härchen sind rot. Das haben die alle. Der Bauch ist schwarz mit dieser blauen, guten Korruption. Das ist, wie gesagt, bei allen gleich. Ne? Das ist bei denen auch. Braune Irokese, graue Haare mit ein bisschen rot. Wie ihr hier seht, der hat eben diese orange-roten Flecken und auf dem Rücken eben auch diese braunen Flecken. Man kann die auch ohne Sattel reiten. Der Sattel ist halt nur für den Sozius. So, dann wollen wir doch mal gucken. Der ist jetzt auch voll imprintet. Ich hatte die Nanny laufen. Und der hat jetzt 3120 Leben, 1860 Ausdauer, 2620 Sauerstoff. Das werde ich auf jeden Fall auch leveln. Das ist nämlich wichtig. 15.540 Nahrung, 4.968 auf Gewicht, da hatte der definitiv auch eine Mutation. 311,6 auf Nahkampfschaden, da hatte der, glaube ich, auch eine Mutation. Ich hatte zwischendrin noch einen, der hatte auch noch eine Ausdauermutation, aber das brauche ich nicht unbedingt. Gut. Warum ist der Gasback an sich so wichtig? Also er kann ja, naja, herzlich wenig farmen. Ich glaube, Bäume, das ging irgendwie, ne? Er kann irrsinnig viel transportieren, aber... Ne, er kriegt nichts raus. Er macht sie nur kaputt. Was interessant ist, dass wenn der aufgepustet ist, ja... Ich mach mal hier das Hut wieder an. Wir pusten den auf. Dann kriegt der verringerten Schaden. Ja, wenn jetzt jemand Schaden auf den macht, dann ist das nicht sehr viel, was hier bei ihm ankommt. Das ist natürlich cool. Je mehr Sauerstoff ihr habt, desto... mehr könnt ihr, oder je länger könnt ihr natürlich fliegen. Wenn ihr landen wollt, solltet ihr auf jeden Fall immer noch ein bisschen Sauerstoff-Intus haben. Denn ansonsten fallt ihr. Ne? So, jetzt gebe ich zum Beispiel kein Gas mehr. Ich kann nur hoffen, er kommt runter, bevor ihm alles ausgeht an Sauerstoff. Vielleicht landen wir ja da drauf. Denn ja, wie gesagt, wenn er keinen Sauerstoff mehr hat... dann macht er Aua-Aua, ne? Und solange er noch welchen hat, nicht. Ja, im Wasser, wie ihr seht, ich treibe gerade. Ich mache ihn mal voll. Zack. Na, wie so ein Ballon treibt er hier schön auf dem Wasser. Juhu. Hehe. Soll wohl auch so sein, dass wenn ihr mit denen, also nicht aufgeblasen, könnt ihr mit denen auch, oh, da ist ein Rex. Könnt ihr mit denen auch tauchen und sobald ihr euch dann aufblast, unter Wasser... dann schnellt ihr nach oben wie so ein Korken. Was natürlich ziemlich cool ist. So. Jetzt habe ich mal nicht ganz so viel Gas gegeben.
Sollte das unproblematischer sein. Jetzt gebe ich wieder ein bisschen Gas, also mit vorwärts bewegen, ne? Super. So, und mit diesem Schwebepups, nennen wir es mal so, damit könnt ihr zumindest momentan in den Höhlen fliegen. Damit ist der Gasback der einzige, der in Höhlen fliegen kann. Das ist ja normalerweise nicht erlaubt, wenn ihr es eben nicht erlaubt habt. Es kann auch sein, dass ihr sagt, nee, ich möchte das aber. Auf eurem Server oder in eurem Singleplayer ist es eben gestattet. Aber normalerweise nicht. Und der Gasback, der ist aber eine Ausnahme. Vorher war das so, dass der Managama auch mit seiner Sprung und dann dieser schnellen Charge-Attacke in den Höhlen fliegen konnte. Das geht aber nicht mehr. Der kann zwar noch springen, aber der kann nicht mehr chargen. Also diese schnelle Bewegung nach vorne, das kann er nicht mehr machen. Das heißt, der Gasback ist tatsächlich der Einzige, der sich überhaupt noch irgendwie ja, in Höhlen fliegen kann. Oh nein, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich die Cola da runtergeschubst. Ungünstig, werde ich gleich mal mit dem Argentavis wieder hochholen. Ja, so viel also zu unserem Gasback. Wenn die beiden erwachsen sind, dann werde ich die, glaube ich, nochmal weiter verpaaren. Ich hätte dann irgendwie doch schon mal ganz gerne eine Farbe auf den Punkten. Also wenigstens auf irgendwelchen. Ich kann mir vorstellen, die oben zum Beispiel gelb würde, glaube ich, cool aussehen. Oder türkis. Und unten gelb oder so ein helles Orange. Ja, aber ansonsten gucken wir uns doch einfach... Ich hole kurz noch die Kunde und danach gucken wir uns eine Explorer-Note an. So, ich würde sagen, wir sind bei der Wartende Nummer 18. Scheint eine zu sein, die ich nochmal nachträglich gefunden habe. Denn die anderen, die hatten wir ja schon dazwischen, davor und danach. Okay, was haben wir hier? Sieht aus wie der King Titan. Noch ein paar mehr Bilder. Kann man hier eigentlich auch rauszoomen? Nee, kann man nicht. Irgendeine Riesenklaue. Okay. Interessant. There is one that stands taller than all the others. Da, es gibt einen, der größer ist als alle anderen. His is the deepest, darkest shadow. A void so overwhelming that it can snuff out even the brightest of lights. Seiner ist der tiefste und dunkelste Schatten. Void of Overwhelming, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, was das genau heißen soll. Das ist selbst das hellste Licht ausschaltet. Yet this is, yet this also makes him the most vital. Das macht ihn zum lebendigsten oder zum aktivsten. Messages to the lesser shadows flow through him. Nachrichten von den geringeren Schatten, also das sind die Titanen, durchströmen ihm. It's his power that holds them together. Es ist seine Kraft, die sie zusammenhält. He is a central pillar of the poison's strength and influence. Er ist die zentrale Säule der Kraft des Giftes. Also das Gift ist, glaube ich, das, was für uns das Element ist. Und der Influence ist... Einfluss, genau. A nerve tract without which is lesser than a brethren would be lost. Seine Nerven zu reizen, ohne irgendwelche Brethren, keine Ahnung, wäre vergebens oder so, oder wäre verloren. Should he fall, they would fall with him. Wenn er fällt, fallen die anderen auch. And as powerful as he is, he has felt his own mortality before. Aber so stark wie er ist oder so mächtig wie er ist, hat er seine eigene Sterblichkeit schon einmal gespürt. When blood spewed from the scars that linger on his chest. Wenn Blut aus seiner Brust spritzt, aus den Kratzern, die auf seiner... Da spritzt Blut. Okay, oder damals, wer weiß. Vielleicht ist er ja schon mal angegriffen worden. He can fall and you can be the one who pull him down. Er kann fallen, also man kann ihn niederstrecken. Und du wirst der sein, der das tut. Okay. Ja, da ging es also ganz offensichtlich um den King Titan, der, wie gesagt, der
der Boss von allen anderen ist und alle zusammenhält und ja, mit allen irgendwie in Kontakt steht. Und wenn man ihn besiegt, dann fallen die anderen eben auch. Gut, dann würde ich doch aber sagen, dass an dieser Stelle mit diesen beiden bunten Tieren, wie gesagt, ich werde noch mal ein bisschen weiter züchten, aber das hat jetzt schon wieder so ewig gedauert. Also mit Säugetieren macht das einfach nicht so viel Spaß. Man muss einfach wirklich für jedes Jungtier hier bleiben. Die brauchen, bei mir geht das ja schon schnell, ne? Die brauchen jedes Mal 10 Minuten für die Schwangerschaft. Die brauchen jedes Mal 3,5 Minuten, ehe sie sich wieder paaren können. Die brauchen zum Paaren, weiß ich nicht, 1-2 Minuten oder so. Das heißt also, von Jungtier zu Jungtier brauche ich jedes Mal 1/4 Stunde, ehe ich eins kriege. Da könnt ihr euch ja ausrechnen, wenn ich euch jetzt sage, dass ich hier bestimmt 30, 40 Jungtiere habe, wie viele Stunden ich jetzt hier dran gesessen habe. Und obwohl ich eben diese krassen Einstellungen habe. Ja, aber ich würde doch sagen, dass an dieser Stelle die Folge zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.